Wir haben die ganze. Oh, das ist eine Katze. Oh, guck mal. Hallo Katze. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, und wir sind hier immer noch in diesem Gasthaus. Und wir ja, müssen jetzt mit den Leuten mal sprechen. Ob die irgendwas über Yennefer gehört haben. Und das machen wir jetzt mal. Fangen wir mal hier mit den Bauern an. Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Ja, ich will doch aber nur reden. Was? Dialoge, Axi. Bei Optionen, die mit Axi markiert sind, setzt du das Axi-Zeichen ein. Das andere beeinflusst und ihnen deinen Willen aufzwingt. Um besonders widerspenstige Personen zu verhexen, die Axi sonst möglicherweise widerstehen könnten, investiere in die Fertigkeit Täuschung im Charakterfenster. Okay, also auch hier gibt es den Jedi-Mind-Trick. Okay. Aber ich würde sagen, wir versuchen es erstmal. Ich will nur reden. Ich will nur reden. Bist du Taubstreuner? Hier redet niemand mit dir. Wenn du Gesellschaft suchst, dann steck deine räudige Schnauze in den Trog mit den Schweinen. Dem Scheißkerl hast du es aber gezeigt, Mieszko. Jo, die sind ja super freundlich hier und, Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt, Leute! Der Mutant kapert Mieszkos Verstand! Mhm, und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist. Ja, setz dich schön brav hin. Da gibt's auch keinen Ärger. Ja, okay. Weiß nicht, das war schon ziemlich grenzwertig gerade, glaube ich. Und wir gucken mal weiter. Ja, mit der Gastwirtin haben wir ja schon gesprochen. Wie heißt die? Nochmal. Es gibt vier Elsa. Farben. Vier was? Farben, Gruppen, Sorten. Wie Kreuz und Pik. Nur hat jede Farbe ihre eigenen Bildkarten. Okay, sie sind am Spielen. Spezialkarten. Willst du nicht lieber Krieg spielen? Und hier haben wir. Bis du das Spiel in meinen Kopf gekriegt hast, geht doch die Sonne auf. Counter Odin oder so was? Oder Dim? Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Ja, gut, trinken wir mal was. Gut, ich trinke was. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Yennefer von Wengerberg? Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Mhm. Nilfgaardischer Zitronenwodka haben wir gerade bekommen. Woher kennst du Yennefer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Geralt von Riva selbst. Den Schlechter von Blaviken. Hm. Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit. Schlaues Bürschchen. Was ist dein Beruf? Wer bist du? Ein schäbiger Vagabund. Gaunter Odim. Zu deinen Diensten. Vagabund? Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler. Die rasende Menge nannte mich Spiegelmeister und Mann des Glases. Hast du Yennefer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Gute Frage. Aber dem Traum nachzuurteilen,
Auf jeden Fall. Geralt schläft mit anderen Frauen, aber denkt immer nur an Yennefer. Erraten. Es ist die Liebe. Wusste ich gleich. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Yennefer war. Wer hätte ahnen können... Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, ja, ich weiß, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Vielleicht, vielleicht. So, Quest aktualisiert. Flieder und Stachelbeeren, frage die Nilfgaarder nach Yennefer. Also wir sollen noch weiterfragen. Und nehmen uns da... Haben wir hinten noch irgendwas? Was ich mich gerade frage ist... Gibt es da was zum Einsammeln? Glaub nicht. Aber wir reden mal hier mit den Bauern, würde ich sagen. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Geralt von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Reiterin des Krieges? Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Okay, diese Armeen sind offenbar die wilde Jagd, wenn ich das richtig verstehe. Und, Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Mhm. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde? Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Okay, also ein Kriegsjournalist sozusagen. Interessant. Wir brauchen jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigung, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie. Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen. Zierat auf dem Mantel des Konflikts sozusagen. Hm. Sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. Ja, auch wenn uns der Feinschliff fehlt, dafür haben wir immer noch das hatten wir schon. Mehr können wir nicht machen? Okay. Gesunden Menschenverstand, wollte ich sagen. Dafür haben wir immer noch gesunden Menschenverstand. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwind? Nein, hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen?
Okay. Dialoge, Gwind. Durch Optionen, die mit den Karten markiert sind, wird eine Gwind-Partie gestartet. Was ist denn Gwind, wenn ich mal fragen darf? Ja. Also ich bin ja kein Fan von diesen Minispielen, weil ich die meisten immer gar nicht kapiere. Warum nicht? Wunderbar. Also, es funktioniert so. Ja, probieren wir es mal aus. Willkommen bei Gwind. Gwind ist ein altes Kartenspiel der Zwerge, habe ich mir fast gedacht, das den Zusammenstoß zweier Armeen darstellt. Die Spieler sind Generäle, die Karten sind ihre Streitkräfte. Okay. Ich beginne. Lege eine Karte ab und ziehe dafür eine neue. Zuerst ziehst du 10 Karten, das ist in diesem Spiel deine Hand. Du ziehst danach keine Karten mehr, setzt diese 10 also klug ein. Fortfahren, okay? Ich kann hier jetzt gerade nichts machen, ich kann nur lesen, ne? Stärke der Einheitenkarten. Dies ist eine Einheitenkarte. Die Zahl oben links zeigt ihre Stärke an. Wird die Karte auf dem Schlachtfeld platziert, wird dieser Wert der Gesamtstärke des Spielers hinzugefügt, der sie ausgespielt hat. Und dies ist das Kampfreihensymbol der Einheit. Das Symbol zeigt die Schlachtfeldreihe an, in der die Karte gespielt werden kann. Okay, Nahkampf, Fernkampf, Belagerung. Ich verstehe. Spezialfähigkeiten von Einheitenkarten. Manche Einheitenkarten haben Spezialfähigkeiten. Die Spezialfähigkeiten dieses ketwinischen Belagerungsexperten heißt Moralschub und gewährt allen Einheiten in der gleichen Reihe plus 1 zu Stärke. Okay. Wetterkarten gehören zu den Sonderkarten. Sie reduzieren die Stärke aller Karten eines bestimmten Typs auf dem Schlachtfeld, auch die deiner eigenen Karten. Warum sollte ich die dann einsetzen? Weil ich kann die ja theoretisch nur auf meinem einsetzen, oder? Auf meinen Feldern. Wir werden es rausfinden. Neu ziehen. Zu Beginn des Spiels kannst du bis zu 2 Karten abwerfen und neu ziehen. Überspringen wir diesen Punkt fürs Erste und kommen direkt zum Spiel. Okay. Rundenbeginn. Hier siehst du das Schlachtfeld. Dies ist deine Seite. Das ist die Seite deines Gegners. Bei jeder Runde können die Spieler eine Karte auf dem Schlachtfeld platzieren oder passen. Okay. Jeder Kartensatz hat einen Anführer. Dieser Anführer bringt eine Spezialfähigkeit mit, die pro Schlacht nur einmal eingesetzt werden kann. Du kannst die Spezialfähigkeit jederzeit einsetzen, indem du Quadrat drückst. Aha. Drücke X, um eine Karte aus deiner Hand auszuwählen. Drücke nochmal X, um sie auf dem Schlachtfeld zu platzieren. Du bist am Zug. Okay, wir sollen jetzt eine Karte platzieren. Ich habe überhaupt keinen Plan. Ich habe eigentlich von diesem ganzen Text dann nur Bratkartoffeln verstanden, ehrlich gesagt. Okay, kann ich mir das irgendwie ranzoomen? Anführerkarte, passen, Navigation, zoomen, da, zoomen, R2. Okay. Guck mal. Klirrende Kälte, das Beste am Frost, Leichen verwesen nicht so schnell. Strömender Regen, selbst der Regen in diesem Land riecht nach Pisse. Redanischer Fußsoldat, ich sterbe für Redanien, ich töte für Redanien, sogar Würmer würde ich fressen. Okay, das ist, ja, Fußvolk. Dann haben wir Belagerungsexperte. Du musst den Arm um 5 Grad rekalibrieren. Ich soll was um wie bitte? Okay. Sabrina Glevisig, die Tochter der Wildnis von Catwin. Okay. Sheldon Skaggs, ich war dort an vorderster Front, wo die Kämpfe am heftigsten tobten. So, Siegfried von Denisle. Über Frieden zu verhandeln ist einfacher als ihn fernzuhalten. Siegfried. Ist das der Siegfried? Vom Orden der flammenden Rose? Aus dem ersten Teil? Könnte sein. Ich glaube ja. Die Rüstung sieht auch danach aus. Kira Metz. Wenn ich heute sterbe, will ich dabei wenigstens toll aussehen. Detmold. Bei mir hat mal ein Gefangener seine Innereien ausgekotzt, die guten alten Zeiten.
und eine Ballista. Wir geben ihnen oft weibliche Namen wie Anne, R wie Bertha. Ja. Ja, ich bin gerade eben ja schon hier auf den Siegfried zu sprechen gekommen. Also ich habe den ersten Teil ungefähr 2/3 gespielt. Den zweiten Teil habe ich gar nicht gespielt. Ich kenne zwar die Story, aber ich habe es eben nicht gespielt. Deswegen kenne ich einige Charaktere wahrscheinlich auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass hier einige Charaktere bei sind, die in beiden Teilen vorkamen. Ich habe ja auf bei uns auf dem Kanal findet ihr ein paar Folgen von The Witcher 1, von dem Let's Play. Ich muss das einstellen, weil ich da technische Schwierigkeiten hatte. Ursprünglich wollte ich beide Teile gespielt haben, hat leider nicht geklappt, aber gut. Ich weiß jetzt aber trotzdem nicht, was wir machen sollen. Deswegen setzen wir jetzt hier einfach mal, war das der, den ich setzen wollte? Können wir den, den kann er hier auch auswählen, okay. Und der kommt dann hier vorne in diese Reihe. Soweit habe ich es verstanden, glaube ich. Gesamtstärke. Die Zahl links bei deinem Symbol zeigt die aktuelle Gesamtstärke deiner Einheiten. Die Zahl rechts zeigt die aktuelle Gesamtstärke der betreffenden Reihen. Beide Zahlen werden aktualisiert, wenn eine Karte gespielt wird. Am Ende der Runde gewinnt der Spieler mit der höchsten Gesamtstärke. Oh, noch mehr zu lesen. Passen. Wenn du am Zug bist, kannst du passen, indem du Dreieck drückst. Wenn du passt, kannst du in dieser Runde keine Karte mehr ausspielen. Dein Gegner kann weiterhin Karten ausspielen, bis er ebenfalls passt. Du solltest passen, wenn du zuversichtlich bist, mit den bereits ausgespielten Einheiten gewinnen zu können oder um den Gegner gewinnen zu lassen und deine Karte für die nächste Runde aufzubewahren. Okay, also das ist hochkompliziert. Ende der Runde. Eine Runde endet, wenn beide Spieler gepasst haben. Dann wird die jeweilige Gesamtstärke ihrer Einheiten und damit der Rundensieger bestimmt. Alle Karten auf dem Schlachtfeld werden abgeräumt und die Gesamtstärke der Spieler wird auf 0 zurückgesetzt. Ja. Der setzt da eine 2 entgegen. Heißt das, wir sollten jetzt in der gleichen Reihe vielleicht... Haben wir da was? Da haben wir Siegfried. Der hat nur eine 5. Und ich glaube, es ist auch der einzige, den wir da setzen könnten in der Reihe. Also machen wir das. Okay, der hat jetzt da bei den Bogenschützen. Was haben wir denn da entgegenzusetzen? Hier hätten wir einen mit 6. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus, was wir hier haben. Die Gesamtzahl ist ja entscheidend. Deswegen würde ich fast sagen, wir setzen diese hier dagegen. So, dann haut er da noch so einen Schwertkämpfer hin. Da hat er jetzt 6, genau wie wir. Und, was machen wir jetzt? Verstehe diese Wetterkarten nicht so ganz. Vor allem, wo setzt er die hin? Habe ich keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir bis jetzt gleich stark, wenn ich das richtig sehe. Und wir werden noch was dazu tun. Das ist ja hier für die Belagerung. Sabrina Glevisig. So, jetzt sind wir da auch wieder. 9-9, ne? Alles gleich. Scheibenhonig. Gut, dann jetzt hier so eine Belagerung hier, würde ich sagen. Ja, mal sehen, wie das ausgeht. Was hat er da jetzt gesetzt? Irgendwas Spezielles. Da haben wir aber nichts für. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Boah, jetzt habe ich aber gar keine Ahnung, was ich jetzt machen soll.
Weil, also in der Reihe können wir ja nicht besser werden. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich passe mal. Achso, ich soll passen halten. Oder sollen wir doch noch irgendwas aus... Was ist denn mit diesem Wetter hier? Ich verstehe das nicht. Wo würde der denn das setzen hier? Setze die Stärke aller Nahkampfkarten beider... beider Spieler auf 1. Aller Nahkampfarten beider Spieler auf 1. Ne, das bringt uns nichts. Und das hier? Die Stärke aller Belagerungskarten beider Spieler auf 1. Das bringt uns auch nichts. Passe. Ich habe keine Ahnung. Dein Gegner ist am Zug. Und jetzt macht er dann noch einen Bogen. Lebensedelsteine. Der Rundenverlierer verliert auch einen Lebensedelstein. Das Spiel ist vorbei, wenn einer der Spieler beide Lebensedelsteine verloren hat. Und ich habe jetzt wohl einen verloren. Und der Gegner hat die Runde gewonnen. So, der Gegner ist am Zug. Und es kommen keine Karten dazu? Okay, jetzt sind wir am Zug wieder. Und der hat die bei den Bogenschützen da gemacht. Da setzen wir dann eben die 4 dagegen. Wobei, wir haben ja hier... Ja, wir setzen auf jeden Fall erstmal die 4 dagegen. Gutes Wetter. Was macht gutes Wetter? Was macht gutes Wetter? Können wir das sehen irgendwie? Kann ich da hin? Die Sonne scheint, Drommel. Die Sonne scheint. Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung. Okay. Und dann setzen wir jetzt hier den Sturm dagegen, würde ich sagen. Klirrende Kälte, aller Nahkampf, nee, das ist Nahkampf und ich glaube, das bezieht sich hier, hebt alle Effekte von Wetterkarten auf. Ach so, der hebt das auf, oder macht das ja nichts Besonderes und dann machen wir mal weiter und setzen ihn hier. Verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich nicht und bringt auch gar nichts, weil wir haben gar keine Nahkämpfer. Ich setze jetzt hier noch die... den hier. Der Gegner passt. Wir sind am Zug. Was machen wir jetzt? Wir haben ja noch diese komische Karte. Was ist das hier? Soll ich jetzt die Anführerkarte setzen oder was? Ich verstehe es nicht. Machen wir einfach mal. Gucken. Volltest. Eine Volltestkarte. Okay. Wir setzen die mal. Und es geht noch weiter. Ich passe jetzt. Keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Wir haben die Runde auf jeden Fall gewonnen. So weit, so gut. Aber... das konnte ich jetzt gerade so schnell nicht lesen. Ich glaube, der Computer hat gepasst, oder was? Und was ist das für eine Karte? Triborg. Die Burg stürzt nicht von selbst ein. Oder hol dir Triborger. Okay. Setzen wir die doch mal. Und
Ja, der Gegner passt da offenbar. Dann machen wir das jetzt auch. Und wir haben die Runde gewonnen. Und wir haben das Spiel gewonnen, okay? Ich habe es nicht verstanden, aber wir haben es gewonnen. Profi-Tipps. Es ist keine Schande zu passen und den Gegner eine Runde gewinnen zu lassen. Manchmal ist es besser, die Karten für später aufzubewahren. Jeder Kartensatz hat außerdem eigene Helden. Helden sind hochwertige Karten, die gegen die Effekte von Sonderkarten immun sind und das Schlachtenglück wenden können. Finden von Karten. Sammle mehr mächtige Karten, indem du bestimmte Quests abschließt oder Karten bei Händlern erwirbst. So, wir haben Geralt so Runde 1, 21, der Gegner hatte 26, Runde 2, wir 3, Gegner 1 und wir in der letzten Runde 6, Gegner 0. Sieh an, du hast ein Händchen für dieses Spiel. Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stjepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber Gewinn spielt er wie kein Zweiter. Ich denke dran. Danke. Ja, das war also das. Und wir haben einen neuen Gegenstand erhalten. Sammeln sie alle. Okay, die wollen wir jetzt aber nicht verfolgen, die Quest. Aber ich würde mir gerne den Gegenstand... falsche Taste. Den Gegenstand angucken. Hier im Inventar. Und wie geht das bitte? Inventar. Hier siehst du deine aktuell ausgerüsteten Gegenstände. Reisetasche. Hier sind alle, hier sind die anderen Gegenstände, die sich aktuell in deinem Besitz befinden. Mit Hilfe der Filter kannst du Gegenstände einer bestimmten Art anzeigen. Hier findest du Informationen zu deinen wichtigsten Charakterwerten. Um einen Gegenstand auszurüsten, wähle ihn aus und drücke X. Jetzt kannst du diesen Trank im Spiel verwenden. Drücke, um den Trank auf den ersten Platz zu aktivieren, oder drücke, um den Trank auf den zweiten Platz zu aktivieren. Hä? Also oben, um den Trank auf den ersten Platz zu aktivieren, oder unten, um den Trank auf den zweiten Platz zu aktivieren? Verstehe ich nicht. Wieso soll ich das jetzt machen? Wir hatten doch da das Essen, oder nicht? Okay. Alchemie und Handwerk. Questgegenstände. Andere Gegenstände. Was haben wir da noch? L1. Alchemie. Handwerk. Charaktere. Oh, das ist auch sehr interessant. Hier können wir wohl zu allen Charakteren nachlesen. Machen wir nicht jetzt, aber wenn ihr da Interesse dran habt, haut es in die Kommentare. Dann lese ich hier einen oder anderen Text vor. Ansonsten können wir die einfach mal durchgehen und dann könnt ihr das Ganze pausieren. Mal schauen. Tutorial, nein. Bestarium, nein. Okay, jetzt hier komme ich jetzt nicht raus. Bestarium. Einträge im Bestarium erhalten zusätzliche Informationen zu Monstern, darunter auch Tipps und Strategien, wie man ihnen am besten beikommt. Drücke Kreis, um das Bestarium zu schließen. Will ich jetzt gar nicht. Ich möchte eigentlich nur herausfinden, wo dieser Gegenstand ist, den wir jetzt gerade bekommen haben. Waldkauz. Das ist ein Trank, oder? Beschleunigt die Regeneration der Ausdauer. Schön, wir haben Tränke. Gegrilltes Hühnerbein. Jennifers Brief. Den haben wir noch gar nicht gelesen. Lieber Freund, verzeih mir, dass ich mich nicht nach deinem Befinden erkundige oder danach, wie es dir in den letzten Jahren ergangen ist. Die Zeit drängt. Ich habe wichtige Neuigkeiten. Wir müssen uns so bald wie möglich treffen. Reite nach Weidendorf bei Vesima und schone das Pferd nicht. Ich erwarte unser Wiedersehen zwar mit Ungeduld, doch kann ich nicht lange warten, weder ungeduldig noch sonst wie. Deine liebe Freundin Jennifer. PS, ich habe das Einhorn noch. Ja, ich weiß auch nicht genau, was mit dem Einhorn auf sich hat. Ich glaube, die hat einfach ein Einhorn tatsächlich. Eine Fackel. So. Dann haben wir hier Giftextrakt, Ghoulblut, Blütenblätter. Wo können wir denn hier? Also offenbar nicht hier. Warte mal. Mal auf Start. Hier, gewinnt Kartensatz, da. Willkommen im Kartensatzfenster. Gewinnspieler verwenden ihre eigenen, individuell zusammengestellten Kartensätze. In diesem Fenster kannst du deine Kartensätze verwalten. Aha. Ach du Schande, jetzt muss man wieder lesen hier. Ah, ich wollte eigentlich noch ein bisschen was machen in dieser Folge, aber ich glaube, das kannst du knicken.
Du kannst für jede der vier Fraktionen Nilfgaard, Nördliche Königreiche, Monster und Skoyatel einen Kartensatz zusammenstellen. Verwende L1 und R1, um zwischen den Fraktionen zu wechseln. Zu jeder Fraktion gehören bestimmte einzigartige Karten, die einen bestimmten Spielstil begünstigen. Jede Fraktion hat außerdem einen Fraktionsvorteil. Nilfgaard gewinnt alle unentschiedenen Runden. Okay, das ist interessant. Nördliche Königreiche erhalten nach jeder siegreichen Runde eine Extrakarte. Auch interessant. Skoyatel entscheiden, wer die Partie eröffnet. Monster behalten nach jeder Runde eine zufällig ausgewählte Karte auf dem Schlachtfeld. Anführerkarten. Jeder Kartensatz hat einen Anführer. Drücke Quadrat, um die Anführer zu sehen, die für die aktuell ausgewählte Fraktion verfügbar sind. Das nimmt gar kein Ende. Anführerkarten. Drücke X, um die markierte Anführerkarte auszuwählen. Jeder Anführer hat eine einzigartige Fähigkeit. Setze sie ein, um das Schlachtenglück zu deinen Gunsten zu wenden. Anführerkarten, die du nicht besitzt, sind gesperrt und werden freigeschaltet, wenn du sie erlangst. Deine Sammlung. Hier sind alle Karten, die du besitzt und die mit dieser Fraktion verwendet werden können. Karten im Satz. Karten, die sich derzeit im Kartensatz dieser Fraktion befinden, erscheinen hier. Zusammenstellungsregeln. Ein Kartensatz muss aus mindestens 22 Einheitenkarten bestehen. Er kann außerdem bis zu 10 Sonderkarten enthalten. Du kannst auch mehr als 22 Einheitenkarten in deinem Satz haben, verringerst damit allerdings die Wahrscheinlichkeit, deine mächtigsten Karten zu ziehen. Ja, macht Sinn. Aufbau eines vollständigen Kartensatzes. Dein Kartensatz benötigt noch 2 weitere Einheitenkarten, wie von der roten Zahl angezeigt wird. Okay, also wir haben aktuell 20, wir bräuchten aber 22, um ihn zu vervollständigen. Und Aufbau eines vollständigen Kartensatzes. Du musst 2 Einheitenkarten aus deiner Sammlung links in den aktuellen Kartensatz der Fraktion rechts verschieben. Okay, das könnten wir jetzt so tun, das machen wir jetzt aber nicht. Wir gucken uns das nochmal kurz mal an hier. Ich glaube, das muss ich mir mal ganz in Ruhe anschauen, den Kram. Können wir einfach nur mal zoomen? Ja, das ist der Soltan. Zwerge würden sich für Freunde hängen lassen, sagt man. Bei Soltan stimmt das. Japin Sigrin. Und ich sag ihr, Mädel, ich war in Eisenminen, die waren kleiner als deine Höhle. Aha. Redanischer Fußsoldat. Ich sterbe für Redanien, ich töte für Redanien. Den hatten wir schon. Ja, soweit so gut. Ich glaube, wir haben die ganze... Oh, das ist eine Katze. Oh, guck mal. Hallo, Katze. Okay, ich habe das Gefühl, da draußen wartet jemand auf uns. Ja, schauen wir mal. Hier drin sind wir fertig. In der nächsten Folge gehen wir dann nach draußen und befragen da die Leute weiter nach Yennefer. Tut mir leid, dass das hier so lange gedauert hat, hier mit dem Kartenspielen und so weiter und so fort. Es ist halt doch noch sehr viel zum Lesen, gerade am Anfang. Ich spiele das Spiel ja komplett blind und habe absolut keine Ahnung. Deswegen muss ich ja auch sehr viel lesen, sonst macht das ja hier keinen großen Sinn. Wie dem auch sei, ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und für eure Geduld und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt The Witcher 3 Wild Hunt. Bis dahin. Ciao, ciao.